der Fossilien stellt man sich ja landläufig Versteinerungen vor, Knochen, was auch immer. Dieses Fossil tatsächlich lebt. Jetzt haben wir die eine Seite, das ist im Grunde Neuseelands und der tasmanische Wolf, der hier Gott sei Dank nicht rumflitzt. Nicht aber der, das wäre so die Ecke. Was ist die andere Ecke? Die andere Ecke ist Südamerika. Es wird tatsächlich auch in diesem Haus immer wärmer, trotz all der technischen Anlagen und Einrichtungen. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Katja Heubach. Ich bin die Direktorin des Palmengartens, diese wunderschöne grüne Oase hier mitten in der Innenstadt in Frankfurt. Und ich darf Sie heute einladen, unseren ersten Podcast mit zu hören. Podcast, warum machen wir einen Podcast? Wir wollen ganz gerne Sie hinter die Kulissen führen. Und wie geht das besser, wenn Sie quasi live mit dabei sind? Nämlich mit unseren Gärtnerinnen und Gärtnern, mit unseren Menschen aus der Verwaltung, aber eben auch den Menschen, die hier das Veranstaltungsprogramm macht. Und ja, was wir machen wollen, ist im Grunde, Sie so ein bisschen zu entführen in das Wirken all derjenigen Menschen, die hier vor Ort sind. Und ja, wir wollen die Fragen stellen, wie läuft's? Wir wollen die Frage stellen, womit beschäftigt ihr euch gerade? Wir wollen bestimmte Ereignisse zum Anlass nehmen, mit Ihnen über die Dinge hinter den Kulissen und das Wirken zu sprechen. Genau, und unser erster Podcast, der dreht sich um das Subantarktishaus. Warum? Das Subantarktishaus ist in diesem Jahr 30 Jahre alt geworden. Und ja, das ist ein Grund zu feiern und auch mal ein Grund reinzuschauen, wie funktioniert das eigentlich mit dem Subantarktishaus und warum ist es für uns so wichtig. Und für diesen Zweck, zu diesem Anlass, habe ich hier den Schauhausleiter, den Markus Lölkes, eingeladen, mit mir mal darüber zu sprechen. Guten Tag. Hallo Markus, schön, dass du dabei bist. Katja. Genau. Markus Lölkes ist bei uns Gärtnermeister und er ist verantwortlich für die Botanische Sammlung und die Schauhäuser. Genau. Und zu diesen Schauhäusern gehört eben auch das Subantarktishaus. Richtig. Ja, herzlich willkommen, hallo, schönen guten Tag. Wir sprechen heute über das Subantarktishaus hier hinter uns beiden. 30 Jahre ist es hier im Palmengarten. Es hat eine längere Geschichte. Die beginnt schon im Jahr 1904. Dort wurde das Haus als Palmenhaus eigentlich mal in Bad Kissingen aufgestellt. Es ist dann im Zuge der Landesgartenschau nach Frankfurt gekommen in 1989. Sollte eigentlich beim Senckenberg-Museum aufgestellt werden. Das hat nicht funktioniert. Deswegen hat der damalige Gartendirektor Gustav Schoser gesagt, das Haus soll in den Palmgarten kommen. Wir möchten in diesem Haus Pflanzen zeigen, die wir bislang noch nicht gezeigt haben, nämlich die Pflanzen der Subantarktis der südlichen Hemisphäre. Und jetzt stehen wir vor diesem schönen Gebäude. Ja. Das sieht ja auch ganz historisch aus, kann man sagen. Und die erste Frage, die sich mir natürlich stellt, warum ist das denn so dunkel? Warum ist das abgedunkelt? Wenn man jetzt das im Hintergrund sieht, das sind ja alles verspiegelte Scheiben. Richtig, genau. Die Verdunklung ist nötig, um ultraviolettes und rotes Licht, rote Lichtanteile aus dem Licht herauszufiltern. Zum einen, diese Lichtanteile finden sich in der Südhemisphäre weniger als in der nördlichen. Zum anderen dient diese Verglasung auch dazu, dass sich das Haus nicht so stark erwärmt. Das ist einer der wesentlichen Bestandteile neben anderen technischen Anlagen, damit wir in diesem Haus eine möglichst niedrige Temperatur haben. Und wie tief ist die Temperatur? Was müssen wir erreichen? Wir sollten nicht über 25, besser nicht über 20 Grad kommen. Das wäre ideal. Wir schaffen in der Regel 6 bis 8 Grad unter dem, was wir hier in Frankfurt außerhalb des Hauses haben. Genau. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie macht man das technisch? Wollen wir uns das mal anschauen? Da können wir gerne ins Haus gehen, da kann ich einiges dazu erklären. Es wird ein bisschen dunkler, etwas schattiger. Dadurch kann man schon erkennen, den Unterschied draußen drin. Des Weiteren versuchen wir über eine Sprühbefeuchtungsanlage in regelmäßigen Abständen die Luftfeuchtigkeit zu erhöhen und gleichzeitig auch die Raumtemperatur abzusenken. Diesen Effekt nennt man adiabate Kühlung. Es wird also durch das Versprühen von Wasser die Raumtemperatur gesenkt. Das zusammen mit einer Belüftungsanlage, die unter uns im Keller montiert ist. Man kann das zum Beispiel erkennen an diesen Luftschächten hier hinten. Diese Anlage, die sorgt ständig dafür, dass ein Luftstrom ins Haus eingebracht wird. Es ist kein Kaltluftstrom, aber durch die Luftbewegung
Durch die abgedunkelte Verglasung und durch diese Sprühnebelanlage ist es möglich, die Raumtemperatur tatsächlich etwa 6 bis 8 Grad unter der Temperatur draußen zu halten. Ah ja, spannend. Okay, das heißt aber im Grunde versucht man immer das zu erreichen. Also das eine ist 25 Grad max, zwischen 20, 25 hast du gesagt. Richtig. Und dann ist es natürlich so, draußen heizt sich's auf. Genau. Jetzt sind wir ja mittendrin im Klimawandel. Genau. Wie geht ihr damit um? Wir haben verschiedene Möglichkeiten, damit so umzugehen, dass die Pflanzen hier gut weiterwachsen. Eine Sache ist die, dass Pflanzen, die ursprünglich mal im Haus waren, seit 1992, da hatten wir ein anderes Klima, wie wir es jetzt haben, die sind schon rausgewandert, Alpinhäuser, Steingarten, weil wir die hier nicht mehr so kultivieren können. Es wird tatsächlich auch in diesem Haus immer wärmer, trotz all der technischen Anlagen und Einrichtungen. Und das ist für uns eine große Herausforderung, diesen Temperaturunterschied auch bei dem jetzigen Klima draußen so weiter darzustellen. Und es wird dazu führen, dass wir sicherlich einzelne Pflanzen auch noch aus dem Haus herausnehmen werden müssen. Ich habe gehört, es gibt ein lebendes Fossil in diesem Haus. Stehen wir da davor vielleicht? Da stehen wir tatsächlich davor. Völlig richtig. Das ist nämlich die Dicksonia squarosa, der neuseeländische Baumfarn. Richtig. Was heißt lebendes Fossil? Lebendes Fossil heißt, dass es diese Pflanze auch schon vor Urzeiten gegeben hat. Sie hat tatsächlich bis heute überdauert. Unter Fossilien stellt man sich ja landläufig Versteinerungen vor, Knochen, was auch immer. Dieses Fossil tatsächlich lebt. Das heißt im Grunde, diese Pflanze, so wie wir sie hier sehen, die gab es auch schon 40.000, 10.000 Jahre. Völlig richtig. Völlig richtig. Genauso ist es. Planetengeschichte. Ganz genau. Und wo finden wir diese? Die findet man tatsächlich in Neuseeland. Wir haben das Haus ein bisschen geografisch aufgeteilt. Wir befinden uns jetzt hier im Bereich neuseeländische Südhemisphäre. Da ist einmal der neuseeländische Baumfarn, einer der wesentlichen, interessanten Pflanzen. Ja, der ist eben auch sehr majestätisch. Ne? Das richtig, ist, genau. Ist auch wirklich spannend, weil es so eine Anmutung hat von ein Land vor unserer Zeit. Und in einer ursprünglichen Form einer Pflanze, die es heute nicht mehr gibt, in anderer Form. Genau. Jetzt sagtest du, dieses Haus ist geografisch aufgeteilt. Richtig. Jetzt haben wir die eine Seite, das ist im Grunde Neuseeland und der tasmanische Wolf, der hier Gott sei Dank nicht herumflitzt. Nicht aber das wäre so die Ecke. Was ist die andere Ecke? Die andere Ecke ist Südamerika, Chile, Patagonien. Da hätten wir zum Beispiel hier die Nikau-Palme. Die steht direkt hier hinter uns. Sie ist auf der Südhalbkugel tatsächlich heimisch und ist auch dort eine sehr besondere Pflanze, die man nur unter diesen Bedingungen kultivieren kann. Wir haben die jetzt seit etwa 3 Jahren hier im Haus. Die ist ausgepflanzt worden hier im Vorlauf zur Palmenausstellung. Hat sich ganz gut etabliert. Ein Nachteil ist natürlich, man wird sie nicht lange zeigen können. Sie ist jetzt angewachsen. Man sieht hier gute Austriebe in der Mitte. Sie wird irgendwann natürlich am Dach anstoßen. Irgendwann und bei Palmen kann ich halt keinen Kopf abschneiden. Ja. Da müssen wir schauen, dass wir frühzeitig Nachzucht haben, um dann die zu große Pflanze gegen eine kleinere auszutauschen. Apropos Nachzucht, wie macht ihr das? Wir können und versuchen das auch, viele Sachen hier selbst vermehren, durch Aussaat, durch Stecklinge. Wir sind natürlich bestrebt, auch das tun wir regelmäßig, im Austausch mit anderen Gärten Pflanzen zu bekommen, entweder über Saatgut, Stecklinge oder tatsächlich auch einen Pflanzentausch. Das macht der Palmgarten weltweit mit ganz vielen anderen Gärten. Es gibt nicht viele, die im Bereich Subantarktis aktiv sind, wenn man das so sagen darf. Deswegen ist es für uns schon ein bisschen schwierig. Wir sichten jährlich alle Samenkataloge und spannende Sachen holen wir uns. Das gilt genauso auch, wenn Kolleginnen und Kollegen in andere Gärten fahren. Das heißt aber im Grunde ist das schon sehr besonders, was wir das hier haben. Das ist sehr besonders. Ohne das ganze Haus eigentlich und natürlich auch dann die einzelnen Arten, die wir haben. Weil wenn ich das nochmal richtig hier umreiße, es gibt nur 2 oder 3 Arten, die auf der Südhalbkugel heimisch sind. So und eine davon haben. Und eine davon haben wir hier. Es gibt tatsächlich nicht nur in Deutschland kein weiteres Subantarktishaus, sondern mehr oder weniger weltweit. Es gibt noch ein kleineres als dieses in Tasmanien, auf Tasmanien. Das kann man mit dem Haus aber nicht vergleichen. Es ist auch für die Öffentlichkeit zugänglich, aber anders strukturiert wie dieses hier und deutlich kleiner. Eine weitere sehr interessante Pflanze, und sie blüht tatsächlich auch jetzt gerade, ist Lapageria rosea, die chilenische Wachsglocke. Und wenn man die in die Hand nimmt, das kann man natürlich jetzt so nicht sehen, aber fühlen. Ah, du darfst gerne mal, gerne. Dann spürt man, warum sie Wachsglocke heißt.
Die Blüte fühlt sich nämlich tatsächlich an, als sei sie aus Wachs. Ja, oder wie eben so aus Zuckerguss, ne? Genau. Also ob man so eine Dekoblüte irgendwie hätte, ja. Spannend. Richtig. Sie ist in Chile eine sehr beliebte Zierpflanze, drin wie draußen. Und die Blüte ist auch die chilenische Nationalblume. Und es ist schön, dass sie jetzt blüht. Die meisten Sachen hier blühen eher im Winterhalbjahr. Und das ist so im Grunde genommen eine der Pflanzen, die die Blühphase einläuten. So, was wir jetzt hier noch haben, das ist die Flusszeder Pilgerodendron uviferum. Das ist auch eine gewisse Rarität, die gibt es kaum in anderen Gärten. Wir hatten hier mal eine Gruppe, da sind leider zwei Stück abgängig gewesen, weil es denen trotz die Flusszeder heißen, doch zu feucht war. Das heißt, die brauchen schon einen feuchten Boden. Was die aber wiederum nicht mögen, ist dauerhaft staunende Nässe. Ja. Und wir haben halt hier unter dem Haus einen Keller für die technischen Anlagen. Somit ist der Bodenhorizont relativ wenig mächtig. Und als wir mal eine Undichte an diesem Becken hatten, gab es zu viel Staunässe. Ja. Und dann fließt das nicht ab. Richtig, es kann nicht weg, es ist zu viel für die Pflanze, die nimmt Schaden und geht im schlimmsten Fall zurück oder kaputt. Die hier hat es tatsächlich geschafft, sich selbst hier auszusehen. Das ist eine Eigenvermehrung. Spannend. Wir haben ja gar nichts gemacht. Die kam plötzlich. Nicht und wir mal haben sie Stecklinge. Nein. Weil hier würde man noch Stecklingsvermehrung machen. Die würde man können. Tatsächlich über Stecklinge gut vermehren. Verstanden. Das ist richtig. Da könnte man auch, ne? Das ist eine holzbildende Pflanze. Ja. Die kann man gut über Stecklinge Dinge mit Stecklingen. Genau. Wunderbar. Ja. Klasse. Super. Markus, herzlichen Dank. Sehr gerne. Das war mehr als informativ, auch ein bisschen spaßig. Super. Und ich kann nur sagen. Wir laden Sie alle ein, kommen Sie ins Antarktishaus. Ne? Also entweder nach Tasmanien oder nach Patagonien, es ist beides hier am Ort. Und für so eine kleine Stippvisite in der Mittagspause oder am Abend mal Richtung Südhalbkugel lohnt sich das in jedem Fall. Also insofern seien Sie herzlich eingeladen und ja, schalten Sie auch wieder ein, wenn es heißt, der nächste Podcast aus dem Palmgarten kommt. Vielen Dank.